Ja, liebe Leute, was war das für eine Klatsche in der letzten Partie? Herzlich willkommen zurück zu FIFA 23. Ja, jetzt geht's aber in der Champions League weiter. So, Acuña geht nach Sheffield. Ja, jetzt geht's weiter auf jeden Fall mit Napoli, also Neapel in der Champions League. Alles oder nichts, entweder Champions League oder Europa League. Das ist die große Frage. Ja, nach der letzten Partie müssen wir uns ein bisschen den einen oder anderen mal hinterfragen. Ja, es fehlt Merino in allen Ecken und Enden, dieser schweren Verletzung. Der muss erstmal gucken, ob er wieder reinkommt in diese Partie. Deswegen wechsle jetzt zweimal durch. Heute können Sie den Einzug in die Karte schaffen. Wer hat die Nase vorne? In wenigen Augenblicken erfahren wir es. Hallo aus dem Stadio San Mamés. Liebe Zuschauer, Wetter ist sehr gut und wir freuen uns, dass Sie sich dieses Spiel heute nicht entgehen lassen wollen. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Könnte eine packende Partie werden. Die Gastgeber müssen weiter zittern. Klappt das mit dem Einzug in die K.O.-Runde heute? Es ist der letzte, der allerletzte Spieltag. Diese eine Chance haben sie noch, die muss jetzt genutzt werden. Und da sind Führungsspieler und gute Nerven gefragt. So, geht gleich los, wie gesagt, in der Champions League. Wir wollen natürlich heute den Gruppensieg klar machen. Dazu muss heute natürlich erstmal ein Sieg her und mal gucken, was halt die Konkurrenz halt macht. Und wieder Neapel. Wir haben uns mit Bayreuth jetzt wieder Neapel in der Champions League Gruppe. Jetzt haben wir, jetzt wollen wir sie natürlich rausholen. Rausholen. Klar, wieder alle Mann zurück. Auch der mit Rot runtergeflogene Zubeldi heute in der Startformation. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen und wie Lalibre, der zwei Tore im letzten Spiel gemacht hat, mit der zweiten Spitze. Man will also diesen Sieg holen hier. So, mal gucken. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Klar. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Hinspiel haben wir verloren, 1-0. Wohlgemerkt. Und der Torschütze ist, glaube ich, meines Wissens nicht auf dem Platz. Also wie gesagt, wir wissen, was Sache ist. Dass Napoli definitiv eine Mannschaft ist, die wir schlagen können. Und da hat mir jemand treffen können, das Video geschrieben. Gut gekämpft, leider bitter verloren. Ja, davon kann ich mir nichts kaufen. Kaufen kann ich heute mit dem Sieg. Mal schauen. Vivian. Ich will natürlich dieses Ding hier heute nach Hause. Schöner Pass. Olmo, Olmo. Doch nichts raus. Zubeldia. Gozabel. Williams. Williams, im letzten Spiel gar nicht im Kader gewesen. Aber ja, heute muss es sein. Napoli muss gewinnen und die führen 1-0. Momentan. Ja, wir sind durch, aber wie gesagt, das ist klar. Napoli 1-0 vorne, 8. Minute. So ein bitterer Start in der Champions League. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das. Nkunku, Pfosten, Politano, 0-1. So darf man nicht in die Gruppenphase starten. Wie gesagt, man will eigentlich gerne diesen italienischen Verein ausschalten, den Meister rauswerfen. Weil der so unangenehm zu spielen und man liegt schon wieder mit 1-0 hinten. Da kommt der Pass, aber abgefangen, gut gemacht.
Aber es ist Zeit genug noch. Stanislav Lobotka. Politano. Politano kann auf außen kommen. Da können Sie den Ball weg damit erstmal zu Belia. Ja, jetzt gibt es die Ecke. Kurze Ecke. Kurz ausgeführt. Piotr Zielinski. Den Ball und Kepa. Julia sah Ball. Er zwingt diesen Ballverlust. Fehlpass in der Vorwärtsbewegung. Nkunku. Julia sah Ball. Mann! Klasse Aktion da! Quatsch, geht ja! Zielinski. So, damit gibt es eine gelbe Karte, mal neu, oder? Nee, Goris Nabel. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Klar, momentan heißt es anders, dass der nachdem wie Menu spielt, weil mit der Niederlage könnten wir sogar rausfliegen heute. Weil momentan haben wir, ich weiß gar nicht, wie die momentan die Tabelle aussieht. Napoli hat jetzt, ja, momentan sieht's, könnte es passieren, Villa Libre, Villa Libre, vom Merit. Man braucht dringend einen zweiten. Also ich will auf jeden Fall noch einen zweiten Knipser holen, neben Williams. Kuku. Guter Pass jetzt. Quatsch, geht ja. Wieder Ball. Jo, da gut gespielt. Keiner greift ihn an. Was für eine Aktion. So gerade eben. Regelion. Und Kepa. Jetzt kommt die Ecke. Ball weg erstmal. Ja, gibt's Ecke. Ja, es gibt Einwurf. Ist schon richtig. Piotr Zielinski. Und da zeigt er jetzt haben wir mit Erfolg. Er hat den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Zanioli. Ich brauche dringend zweite Stürmer. Politano. Oh, Politano, ja gut, der sein Tor gemacht hat heute schon. Der Pfiff bleibt aus. Es gibt ein Tor im Old Trafford. Ich gehe rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mensch. Ah, oh, das könnte es sein. Ja! Olmo, glaube ich. 1-1, 41. Hier nochmal. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor, das ist letztlich nur noch vorne. Yes, baby! Ah, Katze! Oh, ist das gut. Ich muss mir die Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Das Tor also für Manchester United. Gut, das ist eh klar. Ich habe eigentlich fast auch nichts anderes erwartet. Immer null. Guter Vorstoß jetzt. Ah, bleibt gefährlich. Das war keine Absicht. Ach, schon. Das wäre abseits gewesen, okay. Und ja. Nachspielzeit ist. Zumindest mal in den Ausgang. Ich werde wahrscheinlich von meiner Liste ab, weil ich müssen wieder einen Spanier kaufen. Der Abpfiff. Und das war es mit Durchgang 1. Mann.
Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. So, also das United führt es eh klar, aber wie gesagt, erstmal die eigenen Hausaufgaben machen, bevor man hier irgendwie auf andere Gegner schauen. Ich weiß nicht, was das in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Jetzt ist der Platz da. Und dann so ein blödsinniger Ball verloren und wieder führt der Gegner. Mann! Ey, das kann nicht sein, dass du jedes Mal mit dem scheiß ersten gegnerischen Tor schießt. Schon wieder einem scheiß Rückstand hinterher, Kleängst, ey. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach. Wieder liegt es in dem Rückstand hinterher. Das, wie gesagt, wir müssen das Ding gewinnen, um Napoli selber aus der Gruppe Erster zu werden. Und dann ist klar, was passiert. Dann müssen wir. Kuku, erstes Saisontor. Könnte der Ausgleich sein. Jetzt ist er drin. Mein Gefresse. Junia hier. Wenigstens das. Dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da war sie unaufmerksam. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden. Und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist dran. So, Aufgabe. Das Spiel ist die ganze. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass nur Menü eh gewinnt. Auf Schützenhilfe von Lech brauche ich nicht achten. Platz musste leider unterbrochen werden. Manchester United trifft also. Der neue Spielstand 2:2. 2:2? Bieten Sie an. United 2:2? Gehalten war kein wirklich gefährlicher Ball. Okay, das sind Dinge, die ich nicht erwartet hatte. Olmo, jetzt ist das Spiel gedreht. Jetzt für Bilbao. Jetzt sieht hier wirklich alles danach aus, als würden sie in die K.O.-Runde einziehen. Ja, Wolf, und ein tolles Tor. Sie erhöhen den Abstand, müssen hier nur noch konzentriert bleiben, dann haben sie es. Hier nochmal die Wiederholung. Passt so gar nicht zum Spielverlauf, aber in der Situation steht alles. Jetzt sieht wieder alles gut aus. Aber da ist momentan so ein. 3:2. Kann alles noch passieren, wie man schon sieht. Romani, Lobotka. 30 Minuten zu absolvieren. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Vivian. Ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Jetzt macht's Bilbao Druck. Immanuel auf der Außenbahn. Links außen. Glück gehabt. Das Romani. Olmo. Im Moment haben sie den Ball. Olmo! Williams. Gute Chance für Oyarzabal. 4:2. Er zählt! Er zählt! Ich habe abseits gedacht jetzt. Nun also sieht alles gut aus für sie. Zweimal lag man hinten. Und jetzt führt man mit 2:2. Und ich habe gedacht, es wäre abseits gewesen. Nein, es war kein Abseits, oder? Aber auch nur knapp. Das muss aber knapp gewesen sein. Egal, wir nehmen das Tor. Jetzt können wir gespannt sein. Und jetzt aber 68. 4:2. Puh, Freude und Leid beieinander. Quatsch, geht ja. Aber ich würde sagen, behaupten, diese Partie ist noch nicht entschieden. Es sieht gut aus, was den Einzug in die K.O. Olmo. 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 Ja, hier vergibt er, aber ist natürlich trotzdem klassisch. Ja, ich werde auf jeden Fall noch gucken, dass ich noch einen Topstar verpflichte, den der vorne drin.
Matteo Politano. Ballverlust. Und Iñaki Williams, rein ins Glück, 5-2, 76. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei und dann sehen wir, wie... Nicht zu machen für die beiden Verteidiger, oder für Ramani in dem Fall, der nur daneben läuft. Und jetzt macht das. Wir haben hier den dritten Treffer für Manchester United. Schütze des Tors ist Marcus Rashford. Da hat er sich als Knipser gezeigt. Kommt tatsächlich über die Linie. Damit steht es hier nun 3-2. Gespielt sind 77 Minuten. Vielen Dank für die Info. Gut, da wir momentan unser Spiel für unser Ding für machen hier. Also tatsächlich mit. Starker Zeiger. Also Napoli momentan raus. Kein Foul. Doch, die Schiedsrichter, okay. Williams. Und Meret verhindert Tor Nummer 6. Aber das war natürlich nur 100%. Sie werden hier wechseln. Ey, was? Villa Libre! Keine echte Gefahr. Bleibt hier. So, wir wechseln durch. Klar. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sie gehen dazwischen. Da stand er gut und geht freistoß. So, jetzt weg die 5 Wechsel. 3 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sie aus. Rodriguez. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Da haben sie die Chance. Und Jim, 6-2. Napoli safe draußen. Zumindest in der Europa League. Und Bilbao steht als Gruppensieger in der nächsten Runde. Und das wollen sie jetzt nicht mehr hergeben. Das muss doch reichen. Wir schauen uns mal auf die Wiederholung. Durchatmen ist angesagt. Schlusspfiff. Damit sind sie weiter. Damit haben sie es geschafft. Ja, sie haben es spannend gemacht, haben bis zum letzten Spiel. Zumindest den unangenehmen Gegner Napoli ausgeschaltet. Ich hätte ja die United lieber rausgehabt. Ja, wenn sie zweimal sogar gefühlt haben, so unangenehm zu gespielt haben, haben wir sie dann am Ende doch noch überrollt. Heute hat er mit dem Doppelpack wieder einmal seine gute Form bestätigt. Natürlich großen Anteil am Sieg seiner Mannschaft. Jetzt liegt was in der Luft. So, Hauptsache, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und alles andere ist erstmal unwichtig. Ja, gut, United hat ja auch gewonnen. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Champions League-Gruppen, weil da sind nämlich nur einige Ergebnisse dabei. Real, jetzt bin ich auch verloren. So, Wettbewerb auswählen, UEFA Champions League. Also, wir haben es geschafft, als Gruppensieger weiterzukommen, haben Neapel ausgeschaltet. Selbst wenn die gewonnen hätten, dann die auch 11 gehabt und wir hätten dann nämlich, ja, und dann hätten wir nämlich 10 gehabt. Und dann wären wir raus gewesen. Mit der Niederlage wären wir nämlich weg gewesen. Als Gruppendritter. Ja.
Dann wären wir nämlich weg gewesen, ja. Gut, aber wir haben es ja mal dann drüber geschafft. So, gucken wir auf die Gruppen eben. Bayern und Sporting weiter, Newcastle in der Europa League, LASK raus in der Gruppe A. Gruppe B, Porto, Roma weiter, Atletico raus in der Europa League. Chelsea, Sevilla weiter, okay. Mr. Europa League spielt weiter Champions League. Monaco geht dafür in die Europa League. Dortmund City weiter. Brügge. Dann am Ende. Dortmund wird City gegen Dortmund gewonnen hat, okay. Dann muss City aber, ich glaube, jetzt Rückspiel gegen Dortmund verloren haben und noch irgendein Spiel verloren haben. Gegen Brügge wahrscheinlich. Aber gut, ist ja egal. Sie sind weiter. PSG gegen Benfica weiter. PSG sogar mit 16 Zählern. Also, und nicht gegen Benfica, okay. In Benfica. Leipzig-Turin. Oh, Turin aber auch gerade so. Leipzig so mit, bis auf zwei Unterschieden weiter. In der Realgruppe. Real sogar als Gruppenletzter draußen. Die haben nämlich noch gegen, ich glaube, gegen Zagreb haben die nämlich noch 1-2 verloren. Und sind deswegen raus. Krass. Das ist schon mal eine dicke Überraschung. Celtic Feyenoord, ja, durchaus Feyenoord, eine Überraschung, dass die jetzt Vierter raus sind. Hier ist nichts überraschend. Ja gut, wenn ich ehrlich bin, wenn man so jetzt vom Darm her geht, dann bin eigentlich Stapoli Dritter. Wie gesagt, das wäre auch durch gewesen. Wenn wir je nach, wenn wir quasi das Spiel nach 60 Minuten abgepfiffen hätten oder vielleicht so nach 50, dann wären wir raus gewesen. Dann hätte man nämlich, wenn wir raus, ja, wenn wir die safe raus gewesen. Weil hat man mich halt zwei hinten gelegen und dann war es das. Aber gut, wir sind weiter. Alles wurscht. So, das war die Champions League für heute. Von dem Preis geht 27 Millionen. Das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal also in der neuen Saison einkaufen. Oder wie haben wir Kohle, haben wir, ne? Gar nichts wahrscheinlich, oder? Doch, rein theoretisch haben wir noch ein bisschen Geld. Wir könnten theoretisch nochmal einen zweiten Stürmer kaufen. Wir könnten nochmal einen zweiten Stürmer kaufen, wenn ich ehrlich bin. So, Liga. Ich werde sowieso ein bisschen auf Dings gehen. La Liga Santander. Spanien. Angriff. Glatt vorne als Stürmer. Sergio Guardiola. Bestimmt mit Pep. Vom Gesicht her auch, ja. Das ist bestimmt der Sohnemann von Pep. Wie sieht eigentlich so die Torjägerliste aus? Wie sieht denn so die Torjägerliste aus? Zwar zentrale Tabelle. Warte mal, haben wir nicht irgendwo was? Ich hätte es gerne mal gesehen. Warte mal, Büro, meine Karriere, Spielerstatistik. Spielerstatistik hier, das ist doch. Füllkrug hat 15. Moriki. Achso, das sind die Tore. Ja, ja, Moriki 10. Moriki, das klingt schon irgendwie so Kosovo etc. So, wir gucken mal. Transferzentrale. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Spieler suchen. Aspas, ja, Barcelona, sag ja. Ja, ich will eigentlich einen guten Stürmer verpflichten.
brauche einen zweiten Stürmer neben. Mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, was ich jetzt sagen würde. Den muss ich unbedingt holen. Guruzeta zurückholen? Fragezeichen? Nee, ne? Majoral. Warum Morata? Ich glaube, ich hole Morata. Der ist zwar schon 31, aber dann hast du wenigstens einen da vorne drin. Katze. Gegenangebot 27,2. So, dann haben wir den. Ist zwar, wie gesagt, jetzt eigentlich kein Dings, kein. Akzeptieren wir. 2 Jahre möchte ich gerne. Wenn er sagen will, okay. Freigabesumme ablehnen. So. 70. Ja, so viel will er gar nicht haben. Ha. Das wird wahrscheinlich vom Dings her nichts werden. Ich kann mir sicher sein, dass es nichts wird. Er wird aufstehen und sagen, ja, scheiße, ich keine Kohle dafür. Das heißt, ich muss ein bisschen Kohle von der die Idee ein bisschen ab runtergehen. Ah, schade, eigentlich. Ja, Raoni Grüne war eigentlich ein Top-Torjäger, ein guter Spieler, aber 38 Jahre alt. Cool, der Thomas. Ja, auch kein schlechter eigentlich. Aber. Ja, eventuell Borja. Die könnte man vorne damit reinwerfen. So, Kaufvorschlag. Nein. €6 Millionen. Wichtig. So. Und damit hätten wir mit dem Stürmer Borja Majoral verpflichtet für 6 Millionen von Getafe. Okay. Das wird wahrscheinlich.
Ach ja, Moreno, der wird definitiv nicht für das bisschen Geld kommen. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich brauche eigentlich einen zweiten guten Stürmer. Gut, ich bin mal raus, Leute. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder gegen Mallorca.